Hi, wir sind Nils und Svenja und gerade dabei, diesen Allrad-LKW in unser neues Zuhause zu verwandeln. Nachdem letzte Woche alles ganz und gar nicht nach Plan lief, geht es diese Woche endlich ein bisschen voran. Wir dichten unser Dach ab und entscheiden, wie es im Innenraum weitergeht. Doch dafür muss erstmal unser schweres Ersatzrad aus dem Koffer. Los geht's! Wir haben es geschafft. Es ging dann doch besser als gedacht. Wir hätten natürlich auf die Idee kommen können, dass natürlich die Treppe nach hinten wegmachen wird, wenn er das Gewicht von vorne so drauf drückt. Da haben wir ja dran gedacht. Aber das so gegen meinen Bauch zu lehnen, dann ging es dann mit dem Gewicht. Svenja hat es ja oben mit den Gurten gehalten. Also ging echt besser als gedacht. Aber uns wurde gesagt, dass das Rad 120 Kilogramm wiegt. Wir haben es jetzt noch nicht auf eine Waage gestellt, aber schwer ist es auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir es mal in die Werkstatt. Ja, ich bin auch endlich mal wieder am Start. Ich war jetzt fast 2 Wochen lang krank und konnte Svenja so gar nicht unterstützen. Und ja, wir machen gerade kleine Fortschritte. Wir haben ja im letzten Video erzählt, dass wir ja, die Leiste einfach nicht abkriegen und die auch reingeschnitten haben. Viele von euch haben gesagt, lasst sie doch einfach dran, diese blöde Leiste. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, ja, wir lassen sie einfach dran, die stabilisiert das dann ein bisschen. Und ja, erzählt bestimmt Svenja nochmal was dazu. Gerade machen wir Erfolge hier unten bei der Leiste, die muss leider wirklich ab. Und da haben wir sie wirklich schon ein Stück abbekommen. Und ich versuche jetzt einfach mal, ob wir sie noch weiter hier an der Seite abbekommen. Damit wir sie dann wirklich, also wir versuchen sie immer so ein bisschen zu packen und so ganz leicht quasi anzureißen mit so einem kleinen Hebel, aber auch nicht zu fest, damit ja BFK hoffentlich diesmal nichts kaputt geht. Aber ja, wir haben schon gute Erfolge da gemacht. Also mache ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir es. Ist er der Hebel? Mega. Jetzt macht das Ganze doch mehr Spaß. Wo sind eigentlich deine Arbeitsschuhen jetzt? Oh. Ach man, so ist das mit der Arbeitssicherheit, ne? Wenn man den ganzen Tag draußen am Arbeiten ist, dann denkt man immer sofort dran. Aber ich wollte eigentlich nur meine 5-Minuten-Pause bei Svenja. Und dann dachte ich, komm, ich probiere es auch mal. Und das sind genau die Momente, wo dann wahrscheinlich am Ende die Sachen passieren, ne? Die schlimmen Sachen. Ja. Deshalb, ja, okay, ich ziehe mir Schutzwagen. Guter Punkt. Ich denke dran, ich ziehe sie jetzt an. Während Nils die Schuhe holt, wollte ich dazu mal sagen, dass ich mir das tatsächlich schon als Gewohnheit gemacht habe. Immer wenn ich hier rausgehe, ziehe ich die Schuhe an. Egal, ob ich wirklich nur mal kurz eine Schraube nachschauen will oder sonst wie, weil genau so ist es dann am Ende. Dann denkt man, ja, ich bin nur kurz da und dann ist man dann am Ende 2 Stunden da. Deshalb, wir achten drauf, dank euch auch. Und ich kann ja auch gleich noch was zu unserer Leiste hier oben erzählen. Ja, wir werden sie jetzt wieder dran kleben, weil wir die Hälfte ist ja immer noch dran und wir haben das mit dem Draht nochmal probiert und es geht einfach nicht und es geht, würde bestimmt irgendwie auch mit Kraft und so gehen, so wie es jetzt hier unten auch geht, aber es ist halt einfach ätzend und sie gibt halt auch super viel Stabilität. Deshalb haben wir jetzt gedacht, wir schmieren da jetzt einfach irgendwie an den Stellen, wo wir sie abgemacht haben und drankommen, Sikaflex drunter, bappen die wieder dran und dann kommt da ja E-Dämmung hin und man sieht sie nie wieder. Das machen wir auf jeden Fall auch noch die Tage. Aber jetzt machen wir erstmal Erfolge feiern, die kleinen Erfolge, ne? Ja! Yes! Da ist sie, sie ist ab. Heute steht an, das Dach abzudichten. Ihr wisst ja, es hat reingeregnet und wir werden jetzt alle Fugen und alle Massen, Dichtmassen, die da schon sind, alle entfernen und erneuern. Und ja, ich versuche mitzuhelfen. Ich habe mich bisher noch nicht aufs Dach drauf getraut. Ich werde es gleich mal probieren.
wenn ich muss, Nils es alleine machen, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und die Kamera kommt dann auf den Balkon, um uns von da aus dann so ein bisschen zu filmen, damit ihr auch seht, was wir so machen. Bevor wir hoch können, muss auf jeden Fall erstmal die Plane runter, weil sonst ist da kein Platz für uns. Also müssen wir die jetzt wieder lösen. Es war eh so semi-optimal. Also es hat deutlich weniger reingeregnet, aber sie hat halt schon, wenn es gewindet hat, ganz schön gut Geräusche gemacht und ein bisschen was ist trotzdem noch durchgekommen. Mal schauen, ob wir sie später dann wieder draufsetzen oder nicht. Du schaffst das, Schatz. Immer schön festhalten, dann kann dir nichts passieren. Oh. Hier drauf. Genau. Und dann? Dann aufs Dach klettern. Oh. Das Pfarrerhaus doch. Ja, 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 ja. Los dich ab, ja. Ja. Das sieht wahrscheinlich auf dem Video so richtig lächerlich aus. Und für mich ist es so eine Überwindung. Auf jeden Fall schwarz-weiß. Ich glaube, die Entscheidung, welche Farbe unser Koffer behalten wird, ist getroffen. Hier drauf verbrennt man sich. Und jetzt aufstehen und dann darüber, ne? Jo. Ja! 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 Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Und wie machst du das jetzt? Ja, du bist größer! Du bist größer! Deswegen! Und da bist du. Hey. Chaka! Wir haben jetzt schon, ich würde sagen, drei Viertel des Daches die Dichtung entfernt und wir haben mittlerweile einen ganz guten Workflow gefunden. Und zwar geht es am besten ab, einfach mit dem Cuttermesser. Und das mache ich immer und Svenja geht dann mit dem Spachtel nochmal her und versucht die ganzen Reste noch abzukratzen. Ich zeige euch das mal jetzt. Also einmal hier drauf filmen. Ich versuche immer zwei Schnitte zu machen. Einmal den Schnitt drunter. Mal gegebenenfalls mehrfach wiederholen und dann noch mal einen Schnitt. Ich lege hier immer so die Hand drauf, damit ich ein bisschen Halt habe und damit ich auch nirgendwo reinschneiden kann. Ich schaue auch immer wirklich, dass wenn ich abrutschen würde, es nicht in mir landen würde, also safety first. Genau, dann der andere Schnitt hier oben und dann kann man es abnehmen. Geht eigentlich mit dem Cuttermesser echt gut. Man schneidet halt so ein ganz bisschen rein, aber meist ist die Dichtung so viel, dass dann einfach noch Dichtung übrig bleibt. Svenja geht dann mit dem Spachtel hier hin und macht dann den Rest ab. Ich habe wahrscheinlich rausgefunden, wo es immer reingeregnet hat. Und zwar ist es hier hinten, da geht noch mal eine Naht runter und man sieht es hier richtig, dass hier so eine kleine Lücke ist, wo so ein kleiner schwarzer Spalt ist und das ist ziemlich genau die Höhe. Wir dachten ja eigentlich sind hier die Nieten, das war die hier, wo wir dachten, aber liegt ja direkt daneben, also das würde auf jeden Fall passen. Aber egal, wir machen trotzdem das ganze Dach. Ist jetzt eh zu spät. Ja, Zeit fürs Mittagessen. Wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, fast überall es abzumachen. Jetzt fehlen nur noch die Nieten. Und damit ich mich ja nicht gleich wieder hoch muss, hat Nils das Essen einfach hier hochgebracht und wir essen hier oben. Und genießen die schöne Aussicht hier oben, weil irgendwie auf der Höhe sieht einfach alles cooler aus. Wir haben es jetzt geschafft, es war eine ganz schöne Popelarbeit, aber es sind jetzt überall die Dichtungen ab, auch an den Nieten und so. Und jetzt nächster Step ist das Ganze einmal anzuschleifen. Wir haben dafür hier so ein Schleifvlies, das hat eine Körnung von 240.
Dann wird sauber gemacht mit Bremsenreiniger, dann kommt Sika Aktivator drauf und dann kommt die neue Dichtnaht mit Sika Flex drauf. Also noch ein paar Steps, aber es tut richtig gut, dass wir vorankommen. Ja, endlich mal was, wo man wirklich auch mal sieht, dass man ja Erfolge, kleine Erfolge verzeichnen kann. Bis jetzt steht ja irgendwie Tammy hier nur im Hof und es ist nichts passiert. Ein Problem nach dem anderen und jetzt ist mal ein bisschen doing. Wir haben gerade noch einen Erfolg zu verbuchen und zwar habe ich hier die Nähte bei diesem Spoiler abgemacht und dann hatte ich den Spoiler auch relativ schnell in der Hand und das feiern wir, weil ja, wir wussten gar nicht, dass der nur quasi an den Ecken festgemacht ist und das heißt einfach, dass wir jetzt für den Dachträger einfach noch ein bisschen mehr Freiheit haben, weil wir einfach das Stück hier noch zur Verfügung haben für die Querstreben. Also, es läuft heute. Hoffen wir mal, dass keine weiteren Rückschläge kommen, wie zum Beispiel, es fängt gleich an zu regnen oder so. Aber aktuell sieht es gut aus. Drei Sika, heißt das Flaschen? Nee, wie heißen denn die Dinger? Kartuschen. Drei Sika-Kartuschen später sind wir endlich fertig und ja, wir sind doch langsam echt durch, aber wir haben es in einem Tag geschafft. Und ja, wir wollen euch mal eine Naht zeigen. Wir sind auf jeden Fall keine Profis, aber es ist auch nur auf dem Dach. Und das Wichtigste ist, dass es einfach dicht hält. Das muss nicht perfekt aussehen. Das ist okay. Wir hatten, glaube ich, dann auch nicht das richtige Tool zum Verschmieren. Aber ist egal. Ich glaube, das hält. Und wir zeigen euch jetzt mal eine. Svenja hat quasi immer vorne die Naht gezogen und ich habe es dann quasi nochmal so an. Genau, die Naht. Und ich habe es dann nochmal angeglichen. Einmal quasi flach gedrückt, dann einmal von der Seite. Wichtig war mir quasi immer, hier eine Kante zu machen und hier eine Kante, damit da kein Wasser rein kann. Genau, und so sieht es halt jetzt aus. Können wir mitleben, würde ich sagen. Hauptsache ist dicht. Unser Motto beim Dichten: viel hilft viel. Hat bei Tammy 1.0 auch schon geholfen. Und ich bin mittlerweile seit fast 8 Stunden auf diesem Dach. Ich bin tatsächlich kein einziges Mal runtergegangen, weil ich Angst hatte, einmal vom Runtergehen und auch, dass wenn ich runtergehe, ich nicht mehr hochkomme. Also langsam muss ich dann doch mal aufs Klo. Ich habe aber eine sehr gute Blase. Was aber ja, fünfmal auf dem Klo? Ich habe ein bisschen Angst vorm Runtergehen. Das ist jetzt noch so die letzte Herausforderung. Dann müssen wir noch ein bisschen alles aufräumen und dann ist Feierabend für heute. War ein langer Tag auf der Baustelle. Von unten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da jemals wieder hochgehe. Gut, dass ich heute den ganzen Tag oben war. Ja, es ist jetzt der nächste Tag und wir müssen zugeben, wir haben uns gestern ganz schön übernommen. Irgendwie dadurch, dass wir gedacht haben, es könnte ja jederzeit regnen, haben wir das Projekt irgendwie so gesehen, wir müssen heute alles machen. Wir müssen quasi alles Alte runternehmen und quasi nochmal neu abdichten. Das haben wir jetzt auch alles gemacht, gestern mega durchgepowert, aber wir haben gestern Abend schon gemerkt. Also ich war schon kurz vor Kopfschmerzen und Svenja war dann auch richtig K.O. Und ja, wir haben sogar noch aufgeräumt, also und noch geduscht. Wir sind echt richtig stolz auf uns, aber wir merken einfach heute, wir sind aufgewacht und waren einfach mega K.O. Svenja konnte gar nicht einschlafen. Man merkt einfach, dass wir das nicht gewöhnt sind. Ne? Ich weiß nicht, wie lange waren wir da drauf? Fast 10 Stunden körperliche Arbeit. Ne? Svenja hatte hier total im Arm richtig, ja, richtig Schmerzen und konnte nicht schlafen. Ich habe gemerkt, bin hier total verspannt. Und ja, wir haben jetzt Sonntag und wir machen jetzt einfach, gehen den Tag ganz gemütlich an. Versuchen ein bisschen zu entspannen und ja, wir wollten das einfach mal teilen, weil das gehört halt auch zu so einem ja, Ausbau dazu, wenn man halt kein Profi ist, wenn man vielleicht wie wir eher sonst nur Leute sind, die den ganzen Tag vorm Computer hocken, ja, Büroleute, dann ja, ist das halt einfach auch anstrengend und das muss man auch einfach anerkennen. Ja, und was man auf jeden Fall auch dazu sagen muss, unser Ausbau wird ja nicht nur ein paar Wochen, sondern echt mehrere Monate bis hin vielleicht sogar über ein Jahr, wir wissen es noch nicht, gehen und da sollte man natürlich seine Power nicht total ver
ballern am Anfang, sondern sich das auch gut einteilen. Ich habe mir auch so vorgenommen, mindestens einen Tag die Woche nichts zu machen an Blackie, einfach damit man auch was anderes noch machen kann, weil schnell, ich habe das direkt gemerkt, schnell vergisst man dann die Zeit und macht nicht mehr seine normalen Routinen, ernährt sich schlecht und sowas, und das kann man vielleicht für ein paar Wochen mal machen, aber nicht halt über so viele Monate. Und ja, ihr seid bestimmt genauso gespannt wie wir, ob das Dach dicht hält. Wir werden es die Woche irgendwann testen. Wir lassen das auf jeden Fall ganz in Ruhe ein paar Tage lang aushärten. Und das seht ihr dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bleibt auf jeden Fall dran und abonniert uns. Und wir sehen uns dann. Tschüss! Tschüss.